Eine Operation ist bei den meisten Krebsarten eine wichtige Behandlungsform. Die Spanne reicht von einem kleinen Schnitt zum Entfernen einer verdächtigen Hautveränderung, dem Entnehmen einer Gewebeprobe bis hin zu ausgedehnten Eingriffen, bei denen die Operateure große Anteile des befallenen Organs, Lymphknoten und umgrenzendes Gewebe entfernen. Grundsätzlich gilt bei allen Krebsoperationen so umfangreich wie nötig, aber so schonend wie möglich. Die Spannweite der verschiedenen Operationsverfahren ist groß. Um eine genaue Diagnose und den individuellen Behandlungsplan erstellen zu können, wird in vielen Fällen eine Gewebeprobe des Tumors mit einer Nadel oder einem kleinen Schnitt mit dem Skalpell entnommen. Das nennt man Biopsie. Meist stellt eine Biopsie einen relativ kleinen, ambulant durchgeführten Eingriff dar. Immer noch als an Patienten bedenken, ob eine Biopsie nicht dazu führt, dass der Tumor streut. Diese Ängste sind grundlos. Eine Biopsie führt nicht zu einer Streuung oder Tumoraussaat. Sie kann bedenkenlos durchgeführt werden. Die entnommene Gewebeprobe wird anschließend unter dem Mikroskop histologisch untersucht. Das Ergebnis liegt meist nach einigen Tagen vor. In der Krebsmedizin häufig sind aber schwierige und ausgedehnte radikale Operationen erforderlich. Möglicherweise müssen Teile eines Organs entfernt werden, nicht selten auch das gesamte betroffene Organ sowie angrenzendes Gewebe, das ebenfalls vom Tumor befallen ist. Bei solchen Eingriffen wird die zukünftige Funktionsfähigkeit beachtet und nach Möglichkeit auch erhalten. Wenn möglich, werden die Eingriffe endoskopisch durchgeführt. Das heißt, man kommt mit nur kleinen Hautschnitten aus. Diese Eingriffe werden oft als Knopfloch- oder Schlüssellochchirurgie bezeichnet oder medizinisch als minimalinvasiv. Untersuchungen zeigen, dass diese sogenannten minimalinvasiven Verfahren bei vielen Krebserkrankungen die gleichen Erfolgsaussichten haben wie die offene Operation. Der Vorteil ist, dass sich Patienten oft schneller erholen, weniger starke Schmerzmittel brauchen, schneller gesund werden und das Spital früher verlassen können. Wenn der Tumor durch eine Operation vollständig entfernt werden kann, stellt die Operation in vielen Fällen die alleinige Therapie dar. Bei der Operation wird meist auch das unmittelbar angrenzende Gewebe entfernt, um sicherzugehen, dass keine Krebszellen zurückbleiben, die eventuell bereits im umgebenden Gewebe verstreut, aber noch nicht sichtbar sind. Bei vielen Krebserkrankungen führt man trotzdem sicherheitshalber eine Nachbehandlung, etwa eine Strahlentherapie oder andere Therapieformen durch. Damit soll verhindert werden, dass einzelne verbliebene Krebszellen später zu einem Rückfall der Krebserkrankung führen. Wenn der Tumor bereits Metastasen an anderen Stellen des Körpers gebildet hat, ist eine komplette chirurgische Entfernung häufig nicht möglich. Dennoch sind operative Eingriffe ein wichtiger Teil des Behandlungsplans, um durch den Tumor verursachte Komplikationen oder Symptome zu lindern und damit die Lebensqualität zu verbessern. So unterschiedlich die Eingriffe sind, so unterschiedlich fallen die notwendigen Voruntersuchungen, Narkoseverfahren und Folgen der Operation aus. In jedem Fall erfolgt vor jedem operativen Eingriff ein umfassendes Aufklärungsgespräch mit Ihrem Operateur, bei dem die Operationstechnik, die Ziele des Eingriffes sowie Risiken eingehend besprochen werden. Schließlich müssen Sie für die Operation Ihr ausdrückliches Einverständnis geben, indem Sie den Operationsrevers unterschreiben.